So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der zweiten Pastor at Home Folge in dem Jahr 2024. Es ist wunderbares Wetter draußen, schön kalt, aber vor allen Dingen sonnig, und ich habe euch extra noch so ein paar Sonnenstrahlen hier auf der Wand gelassen, damit ihr auch seht, auch ich sitze hier im Sonnenschein. Bevor wir weitermachen mit der Thematik, es geht um ertragreiches Leben. Was kann ich tun, um so ein Leben zu haben, das wirklich Ertrag abwirft? Möchte ich euch vielleicht mal noch 3, 4 Bücher vorstellen. Es kann sein, dass der ein oder andere von euch sich vorgenommen hat, ich möchte im Jahr 2024 mal wieder ein Buch lesen oder mehr Zeit überhaupt für das Lesen verwenden. Und es gibt viele gute neue Bücher, aber es ist keine Kunst, ein neues Buch zu schreiben. Es gibt aber auch ein paar Bücher eben, die ich immer und immer wieder empfehle, wenn Menschen mich fragen, hör mal, hast du ein Buch, was so ein bisschen wirklich vielleicht schon in die Jahre gekommen ist und trotzdem immer noch sehr hochgradig aktuell ist. Und das mache ich jetzt am Anfang. Vielleicht hast du auch bald Geburtstag, dann kannst du dir eins schenken lassen. Vielleicht weißt du auch um jemanden, der Geburtstag hat, und dann kannst du es ihm schenken. Ich fange mal an mit einem Standardwerk. Das ist schon 100 Jahre alt, aber immer noch hochgradig aktuell. Schalke 04, 100 Jahre deutscher Meister. Beziehungsweise, das wäre schön. Es ist ein Märchenbuch, war aber ein bisschen jetzt auch Spaß. Also das Buch kannst du gerne von mir haben. Ich lese nicht mehr so viel da drin, weil die Realität mich ein bisschen abschreckt. Also, jetzt machen wir aber richtig ernst. Das ist ein Buch von Thomas Harry. Er ist ein Schweizer Schriftsteller. Ich liebe ihn sehr. Er ist auch auf vielen Konferenzen unterwegs. Man kann auf YouTube seine Vorträge anschauen. Dieses Buch mache ich gerade mit meinen Studenten vom Momentum College durch. Von der Kunst, sich selbst zu führen. Das ist ein Buch zur Anleitung für sich selbst. Denn ein Mensch, der andere führen will und sich selbst nicht führen kann, der wird andere wahrscheinlich auch verführen, aber nicht gut führen. Und dieses Buch von Thomas Harry ist ein wirklicher ein Schatz. Und er hat weitere Bücher geschrieben, auch von der Kunst, sich selbst von der Kunst, andere zu führen, und noch weitere kunstvolle Bücher. Aber dieses Buch empfehle ich sehr, wenn du ein bisschen weiterkommen möchtest und an deiner eigenen Entwicklung arbeiten möchtest. Dazu gibt es auch ein weiteres Buch, das ist das Buch von Peter Scazzaro, handelt von Glaubensriesen und Seelenzwergen. Auch das ist ein Buch, was helfen kann, wirklich eine weitere Schritte in der Reife zu gehen. Wenn du es nicht gehen willst, ich kann dir sagen, deine Umgebung wäre sehr froh, wenn du ein paar weitere Schritte machen wirst im Jahre 2024. Es ist wirklich ein Buch, es geht um geistliches Wachstum, und von daher ist es wirklich eine tolle Sache, wenn du dieses Buch dann für dich selbst nimmst und dann auch weitergibst. Dann gibt es ein tolles Buch, schon Jahre alt, von Gordon MacDonald, was mich damals und auch heute immer noch sehr fasziniert. Das ist das Buch Der Tiefgänger. Es handelt von Kleingruppen in einer Gemeinde. Es handelt auch von geistlichem Wachstum, weiterzukommen. So aus der Sicht eben, vielleicht bist du in einer Kleingruppe unterwegs, bist vielleicht ein bisschen unzufrieden über deinen Hauskreis oder über die Entwicklung in deiner Gemeinde. Und das Buch Der Tiefgänger ist so in Romanform geschrieben, aber sehr tiefsinnig, und es geht auch wirklich tief. Und dieses Buch kann ich dir nur wärmstens empfehlen, wenn du vorhast, eine Kleingruppe zu gründen oder wenn du vorhast, selber zu wachsen. Du merkst, es sind alles Bücher, um geistlich weiterzukommen. Und ein Buch, was uns auch ein bisschen in unsere Richtung bringt, ertragreiches Leben, ist dieses Buch nach wie vor, Ein Leben voller Segen. Viele, viele Menschen, ein paar hundert Leute in unserer Gemeinde, haben dieses Buch bekommen und viele von ihnen haben es auch durchgelesen. Es hat auch unsere Gemeinde in eine ganz neue Dimension der Großzügigkeit hineingebracht und auch mein eigenes Leben. Also wenn du dieses Buch haben möchtest, schreib mir einfach kurz mit deiner Adresse, dann schicke ich es dir kostenfrei zu. Ich habe noch ein paar Exemplare. Ich gönne es dir, dass du es liest. Also schreib mir einfach an pastor@treffpunkt-leben.com und dann bekommst du so ein Buch.
Jetzt könntest du denken, ja, es geht ja doch wieder um Geld. Nein, ich sagte schon, ertragreiches Leben ist viel, viel breiter gefasst. Wobei ich einen mal kurz einhalten möchte und sage, ja, auch Menschen, die wohlhabend sind, reich sind. Man schaut ja oft, viele Christen schauen da so ein bisschen manchmal neidisch, aber manchmal auch so nicht gerade wohlwollend auf die Reichen und die müssten mehr tun und die sollten mehr spenden. Ich kenne viele Menschen, denen Gott viel anvertraut hat. Menschen, die auch im gewissen Reichtum schon groß geworden sind, aber auch sich das erarbeitet haben und die ein richtig wunderbares, großherziges Herz haben, also groß, wie heißt das, großmütiges, jetzt bin ich gerade von dem Wort weggekommen, großzügiges Herz, das wollte ich sagen. Also Menschen, die sehr viel unterstützen, das erleben wir bei uns in der Gemeinde, das weiß ich von Missionswerken. Weißt du, hinter Missionswerken, die weltweit arbeiten, die Missionare aussenden, wie zum Beispiel auch das Forum Wiedenest, sie leben von großzügigen Menschen. Sie leben von kleinen Spenden und jeder Euro kommt an, aber die kleinen Spenden würden nie ausreichen, wenn nicht die großen kommen würden. Und das zusammen ergibt einen großen Ertrag. Deshalb möchte ich auch einfach sagen, ich möchte nicht, wenn ich über wohlhabende Menschen oder reiche Menschen rede, immer gleich mit diesem Makel, das sind nicht die Richtigen, sondern gerade die Bibel gibt Anweisungen für sie, wie sie mit ihrem Reichtum umgehen sollen. Aber wenn ein wohlhabender Mensch ein großzügiges Herz hat, das ist genial für den Menschen selbst, für Gott, für die Welt und natürlich auch für die Gemeinde oder das Missionswerk, wo er Geld hinspendet. Aber ich sage jetzt nochmal, ein ertragreiches Leben ist nicht unbedingt abzulesen am Kontostand. Du kannst wirklich meistens in den Miesen leben, du kannst vielleicht gar kein Konto haben, weil du von der Hand in den Mund lebst und trotzdem kann dein Leben ertragreich sein. Und da möchte ich dir ein bisschen bei helfen, vielleicht bist du Rentner, vielleicht bist du halt auf der Schattenseite finanzieller Art im Leben, dass du trotzdem wirklich hilfreiche Impulse bekommst, zu sagen, wirtschaftlich gesehen ist mein Leben vielleicht eine Misere, vielleicht wirklich immer ein Schattendasein, aber trotzdem kann dein Leben sehr ertragreich sein. Und darum möchte ich dir an dem Punkt helfen. Und ich starte, und das werde ich ein bisschen weiter auslegen, am Freitag mit einem Psalm, der das in einer wunderbaren Art und Weise zusammenfasst. Glückselig ist der Mensch. Und Bibelkenner wissen jetzt, welcher Psalm das ist. Gleich der erste Psalm von den Gebeten. Glückselig ist der Mensch. Und das ist eine Beschreibung, eine alttestamentliche Beschreibung von einem ertragreichen Leben. Und in diesem Psalm gibt es einen Vers, dieser Mensch, auf den wir noch kommen werden, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, nicht wann andere das wollen, sondern zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er macht, gelingt ihm wohl. Das ist für mich ein Kennzeichen von einem ertragreichen Leben. Und wie du da hinkommen kannst und wie du welche Schritte du unternehmen kannst, was in deinen Möglichkeiten liegt. Und es ist immer nicht nur, viele Christen sagen, ja, es ist alles Segen, Segen, Segen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Ich bin ein Fan vom Segen Gottes. Aber das geht nicht alles automatisch. Denn dann wären alle Menschen selig und glücklich und der Segen Gottes wäre da. Sondern es sind auch Dinge, wo wir drauf zu achten haben, dass unser Leben wirklich ertragreich ist, ohne in eine Gesetzlichkeit zu kommen. Also, Freitag geht's weiter, dann werde ich dir ein bisschen von diesem Menschen aus Psalm 1 beschreiben und dann Schritt für Schritt in den nächsten Wochen dir ein paar Dinge nennen, was du tun kannst, um ein ertragreiches Leben zu führen. Jetzt sind wir Mitte der Woche angekommen und ich wünsche dir, dass es eine gute Woche wird oder bleibt. Und wir sehen uns, so Gott will, und du Lust hast, wieder am Freitag. Gott segne dich.